Gut, wir sind bei dem Thema Prozentrechnung. Wir wollen mal mit den Grundlagen anfangen. Jetzt fragt sich mancher vielleicht, was steht denn da für ein Blödsinn? Ich habe so angefangen. Der Oktopus, das haben wir im Gespräch ermittelt, hat 8 Arme. Dann haben wir einen Spaßkraken erwischt. Der heißt Septopus mit Nachnamen. Der hat mal einen Arm verloren. Der hat also nur 7 Arme. Jetzt hat ein Schüler vorgeschlagen, und einer, der noch 2 Arme verloren hat, der müsste dann Sextopus heißen. Ne? Das sind Kunstworte, deswegen habe ich die in Anführungszeichen gesetzt. Aber ein ernsthaftes Wort, das Pentagon hat 5 Ecken. Ich schreibe mal noch ein Wort dahinter. Ich schreibe es mal in Blau dahinter. Ein Pentagramm. Wir denken einfach bloß drüber nach. In Musik die Sechste, die Septime, die Oktave, der Oktober. Merkt ihr was? Wir sind in Latein. Der September. Der Sextant. Ich brauche mal ein bisschen Platz, aber ich möchte auf Folgendes hinaus. Das Wort Prozent schreibe ich mal anders. Prozent schreiben wir eingedeutscht so. Und ich schreibe das mal als Pro-Cent. Und worauf ich hinaus will, ist dieses Wort, Cent. Das kennen wir. Zentimeter, sage ich mal extra so blöd. Zentimeter. Der Centurio. Centurio. Wir kommen gleich auf die einzelnen Begriffe. Century. Und so weiter. So, jetzt mache ich mal Pause. Wir diskutieren mal über diese einzelnen Bedeutungen. Wir werden vielleicht noch ein paar andere Dinge ermitteln. So, okay. Weshalb der Oktober der 8. Monat war, der September der 7. und so weiter, das können wir dann nochmal klären. Wir haben überall lateinische Begriffe und lateinische Wörter überhaupt in unserer Sprache versteckt. Selbst Fenestra, das Fenster, wir haben es abgeschliffen. Genauso haben wir abgeschliffen Prozent. Pro Cent heißt eigentlich von 100. Von 100. Wer in alten Notarverträgen mal nachguckt oder in alten Sparkassenverträgen, da steht noch V.H. Das bedeutet von 100, das bedeutet Prozent. Und jetzt dazu gleich mal ein Beispiel. Wenn ich zum Beispiel sage, ich gucke von oben auf den Schulhof, ich gucke aus dem Fenster, und dann sehe ich hier eine Gruppe Leute stehen, das sind alle Jungs meinetwegen, und das sind 100 Jungs. Und die Mädels, die können heute mal die Jungs nicht leiden, das sind 200 Mädels, die stehen extra abseits. Wer weiß, vielleicht wollen sie auch ein Spiel machen. Und jetzt kommt ein Kollege neben mich und sagt, es ist eigentlich verrückt. Wir haben mal ausgerechnet, in unserer Schülerschaft sind 3 von 100 böse. Was sage ich? 3 von 100 sind böse? Okay. Er sagt also, 3 von 100, ich übersetze das gleich, sind böse. Naja, sage ich, okay, ich kann mir das nicht vorstellen, eigentlich sind sie alle nett, aber 3 von 100 sind böse. Dann könnte ich doch sagen, wenn ich 100 Jungs hier habe, dann müssen hier 3 davon böse sein. Die restlichen 97 sind nett. Wenn ich 200 Mädels habe, kann ich sagen, okay, dann hätte ich ja hier einmal 200 Mädels, pardon, Quatsch, hätte ich einmal hier 100 Mädels und hier hätte ich nochmal 100 Mädels. Wenn aber 3 von denen böse sind, habe ich hier 3 und hier 3, macht insgesamt 6. Das bedeutet von 100. Mehr ist das nicht. Prozent, wenn ich, und eigentlich hat der Kollege nicht gesagt, 3 von 100 sind böse, ist ja verrückt, ne? Sondern hat gesagt, 3% sind böse. Prozent ist eigentlich nur eine Übersetzung, 3 von 100. Und jetzt sind wir gleich beim Thema, jetzt können wir nämlich voll einsteigen, was das alles bedeutet. Aber ich glaube, ein bisschen neugierig ist so mancher. Cent, Century, hier steckt das Wort auch drin. Zentimeter, sage ich extra mal, Zentimeter. Das Cent hat, ist der 100. Teil vom Euro, Century heißt Jahrhundert. Zentimeter ist ein 100. Teil vom Meter, aber der Centurio hat damals 100 Leute angeführt. Das steckt da alles drin. Wir beschäftigen uns heute mit dem eingedeutschten Wort Prozent, wissen aber immer, eigentlich heißt das hier Prozent. Und Prozent können wir ruhig gebrauchen, von 100 ist zu lang. Prozent, 2 Silben, von 100, 1, 2, 3 Silben. Wir nehmen Prozent. Prozent,
schreiben es aber intern immer richtig und wissen genau, was es bedeutet. So, das bedeutet also, jetzt nehmen wir nochmal alle unsere Schüler, die auf dem Schulhof sich da aufgespalten hatten. Das bedeutet mathematisch gesagt, wir haben 300 Schüler und sagen mal 3 von 100. Und dann wissen wir, wie viele Schüler da böse sind. Ja, und so eine Aufgabe, die können wir mit links. Denn ich kann ja hier meinen Bruchstrich verlängern und kann 100 und 300 kürzen. 3 mal 3 ist 9 und Schüler steht noch da. 9 Schüler seien angeblich böse. Kann ich mir nicht vorstellen. Zählen wir nochmal nach. Hier haben wir 3, nochmal 3, 3. Jawohl, passt. Ist wirklich so. Jetzt müssen wir erstmal fragen, ob es dazu Fragen gibt. Jetzt haben wir gesagt, 300 Schüler, die seien angeblich böse. Okay, jetzt kam die Frage, was ist mit 500 Schülern, wenn da 2% Kakaotrinker sind? Gut, dann rechnen wir ganz genauso, dann sind es 10 Schüler. Wir wollten uns an ein anderes Problem rantasten, ich mach's mal so. 250 Schüler sind da und 2% sind Kakaotrinker. Das geht vielleicht noch. Eine 0 kann ich wegstreichen. 25 mal 2 ist 50, durch 10 sind 5 Schüler. Okay, das würde gehen. Die Rechnung, 25 mal 2 durch 10. 25 durch 10 ist 2,5 mal 2 ist auch 5, ne? Ist egal. Aber ich kriege ein Problem, wenn ich zum Beispiel sage, erstens kann ich nicht sagen 250,3 Schüler, denn halbe oder Drittel Menschen oder 0,3 Menschen gibt es nicht, das ist Blödsinn. Also da muss ich dann schon aufpassen, wenn ich für einen Blödsinn schreibe. Aber machen wir es mal mit 1%. Ich habe 250 Schüler und rechne mal mit 1%. Und schon kriege ich ein Problem. Wenn ich jetzt die Nullen wegstreiche, sehe ich, 25 mal 1 ist 25, durch 10 ist 2,5. 2,5 Schüler geht auch nicht. Und sowas geht nicht. Macht aber nichts. Wenn ich jetzt hier nicht mit Schülern arbeite, sondern ich arbeite mit Gramm oder mit Volumina, mit irgendwas, mit irgendeiner physikalischen Einheit, dann kann ich bis zum Atom zum Schluss so lange Kommastellen angeben. Das geht wohl. Jetzt gibt es Fragen. Jetzt kamen allerlei Fragen. Ne? Jetzt 2,5 Schüler geht nicht. Oder pro Spiel 2,5 Tore. Ja, das ist Blödsinn. Da muss ich sagen, okay, 2,5, das kann ich zwar so hinschreiben, aber ich darf jetzt nicht aus den 100 so eine falsche Zahl rauspicken, sondern ich sage, wenn ich dann dafür 200 Leute habe, dann würde es gehen, dann hätte ich wieder 5. Gut, aber das ist jetzt nicht, ist jetzt noch nicht das Wichtige. Hier kommen mal über 1000 Fragen, finde ich gut. Kommen wir mal wieder zum ganz schwarzen Beispiel zurück. Machen wir das Ganze mal mit Kilogramm. Bauer Mecke sagt, ich habe jetzt, ich mache mal eine glatte Zahl, 3000 Kilogramm Mohrrüben habe ich geerntet. Und ich weiß, dass mir die Mäuse, wenn ich das einlagere, dass mir die Mäuse, die essen nämlich auch gerne Möhren, dass die immer so 1,2% Verlust machen. Die Bande, wenn ich die kriege, ne, dann habe ich ein Problem weniger. Aber ich kriege sie nicht, deswegen 1,2%, das ist immer so. Jetzt sage ich, wie viel wird denn dann weggefressen? Auch das kann man rechnen. Prozent, hat er gesagt. Prozent kann man nur hinschreiben, so und so viel von 100. Nicht von 200, nicht von 500, sondern Prozent. Auch nicht anders zu schreiben. Gut, rein rechnerisch ist kein Problem. Zwei Nullen wegstreichen, dann können wir uns hier einen Haufen Arbeit sparen. 30 mal 1,2 ist 36. Und Kilogramm steht dahinter. Also dem Bauer Mecke werden immer 36 Kilogramm Möhren weggefressen. Möhrenverlust. Das wäre jetzt eine ganz kurze Antwort. Das heißt, ich kann also auch hier über dem Bruchstrich durchaus eine Kommazahl hinschreiben. Das ist überhaupt kein Problem. Ich hätte auch 0,12% hinschreiben können. Prozent, das Wichtige, hier unten steht eine 100 von 100. Und hier oben kann stehen, was will. Ich komme später noch zu den einzelnen Begriffen. Ich möchte erstmal, dass wir das ganze Thema geklärt haben. Eine andere Sache. Ich gehe zum Sparkassendirektor und sage, Herr Direktor, ich habe gestern, mache ich wieder einen glatten Wert, 260.000 Euro im Lotto gewonnen. Ich möchte die gerne bei Ihnen anlegen. Wie viel Zinsen geben Sie mir? Zinsen ist das Geld, was er mir gibt, wenn ich ihm mein Geld leihe. Ja, sagt er, das ist im Moment zwar eine schlechte Zeit mit Zinsen, aber Sie sind der beste Kunde hier überhaupt. Ich gebe Ihnen 1,5%. Ja, Herr Direktor, wie viel habe ich denn dann jedes Jahr an Zinsen? Wie werde ich denn dafür belohnt, dass ich Ihnen meine 260.000 gebe? Ja, sagt er, das müssen Sie wohl selber ausrechnen. Das kann ich jetzt auch nicht im Kopf.
Wir gucken wieder, sagen, Moment mal, die Rechnung haben wir hingeschrieben, wir streichen die Nullen weg. Schwupp, 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 schwupp. Jetzt heißt die Aufgabe, wenn man die jetzt mal anders hinschreibt, 2600, ne, das hier, bis hierher gilt noch, der Rest ist weggestrichen, Euro gilt noch, durch 1 kann ich mir schenken und mal 15. Und das kann man mit einer Nebenrechnung erledigen. Kann ich sagen, okay, das hier als Nebenrechnung, 2600 mal 1,5 ist schön 0,062. Ich habe alles mal 1 genommen, ich nehme alles mal 5. 0, 0. Jetzt 5 mal 6 ist 30. 5 mal 2 ist 10 und 3 ist 3, 10. Zähl den ganzen Kram zusammen. 0, 0, 0 ist 9 und ist 3. Boah, so viel. Jetzt werden wir mal sehen. Ja, 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 ich höre es schon. Ich habe ja ein Komma vergessen, ne? Genau. Jetzt gucken wir nochmal, wo ist das Komma versteckt? Ich habe gesagt mal 1,5. Hier war das Komma. Also muss ich hier ein Komma setzen. Das habe ich vergessen. Hier. Und demzufolge, die andere Zahl hat kein Komma, muss ich hier hinten ein Komma abziehen. Die Antwort auf die Aufgabe ist, Herr Direktor wird mir 3.900 Euro jedes Jahr an Zinsen zahlen. Das ist schön. Besser als nichts. Das war nicht die Masse, aber immerhin. Ne? So. Immerhin, ne? Das sind 300, über 300 Euro im Monat. Die habe ich einfach so, ohne dass ich was dafür tue. Jetzt gibt es Fragen. Wozu ist der Mist nütze? Fragt man sich im Stillen. Ich mache es mal anders. 49 siebzigstel oder 48 sechzigstel. Was ist mehr? Also ist es, ist das größer oder ist es gleich oder ist das größer? Das ist die große Frage. Richtig, wir müssen erstmal gleichnamig machen. Das ist nicht fassbar hier. Das kann man so nicht vergleichen. Gut, wir teilen durch 7, habe ich eine 7. Hier habe ich eine 10. Wir teilen hier durch 6, ne, habe ich eine 8, habe ich eine 10. Aha, jetzt wird es deutlicher. Obwohl die 48 kleiner ist als die 49, dafür aber durch 60 geteilt wird, wenn es unübersichtlich ist, unbedingt Brüche gleichnamig machen. Und jetzt wissen wir, 7 Zehntel ist kleiner. Ne? Die kleine Öffnung, die kleinere Öffnung, das wäre eine gleiche Öffnung auf beiden Seiten, die kleinere kommt zum gleichen. Kommt zum kleineren. Ja, ich bin auch nicht ganz. Also das können wir hier weglöschen. Das kleiner, das ist das Spannende. Das geht aber nur dadurch, durch diesen Vergleich. Ich habe hier in diesem Fall den Namen Zehntel gewählt. Was ist denn, wenn ich das Ganze mal erweitere auf, ich nehme nochmal mal 10 und ich nehme den gemeinsamen Namen Hundertstel. Was kann ich denn dann zu 70 Hundertstel und 80 Hundertstel sagen? 70%. Eben. Ich kann nämlich dann hier gleich sagen, das sind 70 und jetzt kommt ein neues Zeichen, das kommt aus der Historie, das sieht eigentlich anders aus, möchte ich euch jetzt nicht ganz groß zeigen. Und das sind dann 80%. Das malte man als Kaufmann dann so ähnlich. Macht das so mit zwei kleinen Kringeln und einem Schrägstrich. Und jetzt sieht man deutlich, 70% ist weniger als 80%. Prozent ist also ein gleicher Name für alles, was ich irgendwie vergleichen möchte, was ich ins Verhältnis setzen möchte. Prozent ist der grundsätzliche gleiche Name für das alles. So, also wir merken uns, Prozent ist ganz leicht vergleichbar. Ich habe grundsätzlich einen gleichen Namen, nämlich den grundsätzlich gleichen Nenner. Hundertstel heißt er. Und auf dieser Erkenntnis frage ich meine Klasse, Leute, wie findet ihr Mathe? Ich jetzt! Ich auch.